Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Drug Dealer Simulator. Ja, wie wir unweigerlich sehen können, hat die Polizeistunde bereits wieder begonnen. Und wir werden mal wieder unserem täglichen Geschäft nachgehen. Und zwar das Verticken unserer Ware. Produkt verpacken, einmal 2 Gramm für den Herrn oder für die Frau. Und der andere, unser Dealer. Achso, das Arbeitsmittel wieder verlassen. Unser Dealer hier wollte, was wollte er? 21 Drops und 21 Mess. 21 Drops kriegen wir auch hin. Ja. So, Produkt verpacken, 21 Gramm Drops. Und Mess haben wir aber leider nichts mehr, glaube ich. Ne, 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 ne. Das können wir leider nicht liefern. So, Backpulvermischung haben wir auch noch hier. Vitaminmix. Gut, dann müssen wir sowieso mal wieder was Neues ordern. Also die Drops können wir Ihnen ja liefern. Genau, bestätigen. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Charakter-Skill-Punkte können wir nicht weiter vergeben. Wir haben in der letzten Folge Jerrys Shop im Sektor B erfüllt den Auftrag und finde Alternativwege in den Sektor B. Jetzt haben wir noch finde Alternativwege in den Sektor Teil 1. Gut, Kunden abhängig machen, da haben wir erst einen abhängig gemacht. Neues Verkaufsgebiet freischalten. Dann bringen wir erstmal unsere Drops weg. Unser Ecstasy. So, ja, nee, ja, nee. Wir lassen uns noch was von Eddie liefern. Wir lassen uns noch von Eddie mal wieder hier ein bisschen ein paar Drogen liefern. So, Amphetamine. Da gehen wir mal auf. Die können wir jetzt strecken, haben wir gelernt, mit Backpulver. Machen wir auf 40 Gramm. Mess. Machen wir mal. Brauchen wir auch ordentlich was. Machen wir auch 40 Gramm. Und Marihuana. Machen wir mal 30. Genau, das bestellen wir erstmal so. Können wir auch gleich das Kartell eigentlich wieder mit Geld beliefern? Was willst du haben von uns? 790. Okay. 790 kommt sofort. So, jetzt erstmal gucken hier. Einmal. Werden wir erstmal Eddie beliefern. Mit der ganzen Kohle. So, hier haben wir ihn. Ja, hier ist es. Sehr schön. Und unser, den wir was verticken wollen, der steht hier schon bereit für uns. Das ist aber nicht unser Dealer, sondern nur unser Kunde. 40, okay.
Jetzt gehen wir mal zum Dealer. Der wartet ja schon sehnsüchtig auf den Stoff. Okay. Bis jetzt sehe ich noch keinen. Ich höre aber schon wieder Funkgeräusche. Nein, hier ist auch gut. So. Steht da drüben. Irgendwo hier. Da ist er. Hast du den Ecstasy? Sehr schön. So. Jetzt würde ich mal erstmal sagen, wir gehen mal wieder zurück in die Butze. Und werden mal schauen, wer uns jetzt wieder geschrieben hat und kontaktiert hat. Und werden mal gucken, wenn ich ein bisschen schneller die Zeit vergehen lassen. So. Speed? Oh ja, das könnten wir vielleicht hinbekommen. Speed, Speed, Speed. Das ist ja hier unsere Backpulvermischung, ne? Oh, hier ist wieder einer abhängig geworden. Oder einer steht vor der Abhängigkeit. Das ist natürlich sehr gut, also für uns jetzt. Nee, das können wir auch nicht liefern. Mensch, wir haben momentan hier gar nichts zum Liefern, habe ich das Gefühl. Kann ich erstmal nicht. Hier ist er. Ja, die beiden Sachen kann ich, glaube ich, noch liefern. Amphetamin. Da können wir eigentlich unseren neuen Amphetamin-Mix nehmen. Produkt verpacken. Was wird er haben? 5 Gramm. 5 Gramm Jackpot, hier können wir machen. Der andere wollte 6 Gramm Marihuana haben. 50er Packung. Schlecht. So, ne, das war voll. 10 Gramm. Und er wollte 6 Gramm haben. Okay. So, haben wir das auch geklärt. Können wir wieder auffüllen. Dann füllen wir doch das hier auch noch ein bisschen auf. Auch so, genau. So, er hat Geld. Perfekt. So, dann werden wir mal weiter hier machen. Achso, und ihr wollt mal ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Damit unsere Bestellung von Eddie mal langsam hier ankommt. So, das reicht jetzt auch erstmal. Mal noch ein bisschen was hier in der Polizeistunde erleben, damit wir ein bisschen extra Cash auf Tash sammeln. Oder wieder gebastelt werden, wie auch immer. Dealer ist da drüben auf der anderen Seite. Okay. Der bringt uns ja erstmal nur das Geld. Hier ist keiner. Auch keiner. Sehr schön.
So, wo haben wir denn? Falsche Ecke. Mensch, 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 ey, dass ich mich auch immer noch verlaufe. Da stehst du. Du wolltest das hier. Sehr schön. Okay, hier scheint scheinbar auch gerade keiner zu sein. Perfekt. Stehst du jetzt? Eine Häuserecke weiter hier. Sehr schön. Ist deine 6 Gramm Marihuana? Jetzt will ich schon wieder irgendwo die Polizei. So, wir kriegen wieder ganz viele Nachrichten hier rein. Also müssen wir jetzt von unserem Dealer das Geld holen. Wo war er nochmal versteckt? Drüben auf der anderen Seite hier links. Oh, da sind sie, da ist eine Streife. Okay. Da bist du ja. Was hast du denn für mich an Geld? 150 nur, dafür komme ich ja extra her, ja? Okay. So. Mal gucken, was jetzt hier auf uns wartet. Ob schon unsere Bestellung, unser Paket da ist. Und ist noch nicht, aber ganz viele. Dealer melden sich. Hier hat noch einer Geld für uns. Okay. Hier braucht noch einer Ganja und Speed. Auch hin. Das kriegen wir auch hin. Aber wir nehmen jetzt auch mal gleich unsere, achso, unsere Spraydosen. Genau, nehmen wir mal mit hier. Das Bargeld lassen wir mal hier. Und er wollte 2 Gramm Marihuana. Und Amphetamine. Haben wir noch unseren Amphetamin-Mix, damit wir ein bisschen mehr Geld machen, weil es gestreckt ist. Sehr schön. Haben wir auch alles bei jetzt, wa? Ja, sehr schön. So, Spraydosen haben wir eingepackt. Also auf ein neues. Weil eventuell können wir mit dem Spray, mit den Spraydosen jetzt hier hinten unser Gebiet erweitern. Falls wir hier jetzt sprühen können mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ah, die sind doch hier hinten im Gebiet. Jackpot. Ja, können wir. Können wir vorher, glaube ich, noch nicht sprühen, als ich das letzte Mal probiert habe. Wir müssen aber eigentlich, glaube ich, hier hinten sprühen. Genau. Damit wir das Revier erweitern können. So, wo steht ihr denn? Einer steht hier hinten. Zwei Gramm Marihuana, hier kommt sofort. Und, Polizeistunde ist schon wieder rum. Und hier auch nochmal ein Take ran.
Ey, dass ich hier immer noch nicht die Wege habe, ey. Ist da drüben irgendwo? Setzen wir hier auch noch eins ran. Wir haben ein paar Spraydosen übrig hier. Ich will auch eigentlich mal dieses Graffiti hier crossen. Geht das? Ja, sehr schön. So, wo stehst du jetzt? Eddie ruft an. Die Apotheke in Dauer wird bald eröffnet, haben gerade Renovierungsarbeiten abgeschlossen. Ein alter Junge, Jamie, lässt, dass du vorbeikommst, damit besonderes Angebot für dich bereitstellst. Okidoki. Hol das Päckchen, reiß ein Lüftungsloch zurück. Okay. Aber erstmal wollen wir hier noch unseren Stoff hier loswerden. So, wo ist denn unser Päckchen hier? Ach, da oben. Na, auch geil. So, mal schauen, wie wir da überhaupt hinkommen. Polizei schon wieder im Anmarsch. Wo lauft ihr denn lang? Ihr lauft doch bestimmt in die Richtung hier, oder? Ja. So. Dass das Paket da drüben ankommt, das gefällt mir jetzt gar nicht, weil ich gar nicht weiß, wie wir anders darüber kommen, außer diesen Tunnelarbeiter da zu bezahlen. Downtown abgeschlossen, das abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön. Eddie Diefert, okay. Dann wartet auf dich im weißen Lüftungsloch. Du kannst es abholen. Er hat wieder ein paar Mobilen für mich. Okay, jetzt müssen wir uns aber erstmal um das andere Zeug kümmern. Wir brauchen unser Paket. So, wie kommen wir da jetzt rüber? Probieren wir einen normalen Weg hier aus. Oh, das hier ist irgendwie ein Polizeirevier. Okay, hier geht's also nicht drüber. Worüber könnten wir noch kommen? Der Supermarkt, da war ich eigentlich auch noch nicht drin. Gibt ja eigentlich nur sonst die beiden Straßen als Zugänge. Mal gucken. Ist hier noch irgendwo ein Loch durch den Zaun oder irgendwie sowas? Geschlossen, okay. Hier steht, glaube ich, auch einer. Ja. Die Frage ist, wenn der sich vielleicht in die andere Seite dreht, ob man dann nicht durchkommt, weil er nicht sieht.
Nope, nope, nope. Keine Chance. Da müssen wir scheinbar doch den Weg gehen, hier den klassischen $100 bezahlen. Habe ich jetzt überhaupt genug Geld bei? Habe ich natürlich nicht. Okay. Die haben mich gerade gar nicht wahrgenommen, oder was? Auch nicht schlecht. So. Dann müssen wir mal ein bisschen Kohle hier wieder mitnehmen. Unser hart verdientes Geld hier wieder ausgeben. Nur um unser Paket zu holen. Also das ist eine Sauerei, dass es da drüben jetzt angekommen ist. Gehen wir wieder zum Bergarbeiter hier hinten. Wo war denn der? Der war doch irgendwo hier. Ne, hier war der, glaube ich. Da ist er. So. Kann ich durch die Luke? So. Zack und drin. Sind wir drüben wieder. So, wo liegt jetzt hier unser Paket? Da hinten irgendwo. Wenn nicht, vielleicht gibt es ja hier auch irgendwo eine Immobilie zu kaufen. Weißen Lüftungsgitter. Ja. Perfekt. So, jetzt haben wir die Sachen auch erstmal wieder dabei. Schalte Downtown frei. So, erstmal gehen wir jetzt zur Apotheke hier. Müsste ja irgendwo hier sein. Wo bist du Apotheke? Hier rechts? Nope. Ah, die Apotheke ist hier daneben. Hier. Sehr schön. Was gibt's denn hier? Hast du alles? Ich bräuchte noch ein wenig Medizin. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Zeig mir. Ah, okay. Hier kriegen wir Gläser, Metallcontainer für Flüssigkeiten, große Behälter für Flüssigkeiten, kleiner elektrischer Mixer. Kriegen wir alles, was das Herz begehrt. Pillenmaschine. Okay. Holen wir uns noch mal ein paar mittlere Gläser noch.
Lassen wir uns mal ins Hauptapartment schicken. Oh, ich habe gerade gesehen, da gibt es auch große Gläser, oder? Ah, warum habe ich das denn gerade nicht gesehen? Da holen wir doch auch noch mal ein, zwei große Gläser. Bestellen wir uns auch mal ins Hauptapartment. Sehr schön. So, dann kümmern wir uns doch mal hier drum, wie wir auch immer das hier freischalten sollen. Police Station. Downtown freischalten. So, wo war denn hier überhaupt? Eddies Laden, der war hier. Sehr schön. Mit dir wollte ich auch noch was hier bequatschen. Ich brauche noch einen. Wir haben den Rucksack. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, nehmen wir mal einen mittleren Rucksack. Nicht gefunden? Okay, können wir scheinbar nicht kaufen. Ah, den können wir kaufen. Okay, den brauchen wir nicht, den haben wir selber. Naja, gut, dann lassen wir es erstmal sein. So, wie schalten wir denn jetzt hier dieses Downtown frei? Schalte in, um mehr Richtung Sektor zu expandieren frei. Okay. Aber irgendwie noch keine Ahnung, wie wir das freischalten. Beziehungsweise, ich habe jetzt auch keine Lust, mit den fetten Drogenpaketen hier erwischt zu werden. Habe ich überhaupt noch Spraydosen bei? Vielleicht geht es deswegen nicht. Ich hole mal noch eine Packung Spray hier. Vielleicht ist das ja auch das, was ich machen muss. Hier wieder irgendwas hier anmalen mit unserem Take. Ach, nicht gefunden. Warum findest du denn das nicht? Gut, dann gehen wir also doch wieder zurück für 100 Dollar, um dann wahrscheinlich bald wiederzukommen. So machen wir das. Sehr schön. So. Also wieder ab hier rein in die Butze. Nachrichten checken. Mike hat sich wieder gemeldet. Hier kommt eine Menge rein. Hier kommt eine Menge rein. Ey, wir haben so viele Bestellungen offen. Jetzt gehen wir erstmal in unsere Arbeitsstelle.
Station und machen wir unser Equipment-Modus auf und stellen wir erstmal unsere zwei weiteren großen Gläser hier hin. Sehr schön. Jetzt erstmal alle Tiere auf den Tisch packen, was wir jetzt haben. Zack, zack, zack. Mir fällt gerade auf, wir haben gar keine Pillen bestellt. Oh. So. Backpulvermix. Okay. Jetzt werden wir mal schauen, was wir hier alles noch haben. Wir haben Speed. Ja, haben wir. 26 Gramm. Können wir machen. Ja, haben wir auch. Nein, 19 Gramm Drops, glaube ich nicht. Dem können wir uns auch gleich treffen. 5 Gramm Speed kriegen wir auch hin. Ja, glaube ja. 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 Und ja. Sehr schön. So, und jetzt speichern wir erstmal zwischen. Und dann bis zur nächsten Folge.